Das ist auch kein Zutrachen. Nur, schau mal, es gibt manche Bruder, die machen auch. Die sagen, dass der Rücken von deinem Bruder ist auch ein Zutrachen. Was ich meine? Zum Beispiel, du bist reingekommen und dann hinter einem Bruder. Kann sein, dass der Bruder lief, dann bleibst du ohne Zutrachen. Das ist kein Zutrachen. Der geht weg. Ja, nicht, dass er sagt, okay, bist du fertig? Dann noch nicht. Ich warte. Geht nicht. Der ist auch kein Zutrachen. Nein, nicht, dass du merkst oder denkst du, dass, okay, ein Rücken von meinem Bruder ist auch ein Zutrachen. Aber wenn ich ihm Bescheid sage, hä? Wenn ich sage, Mimo, bleibst du? Nein. Es gibt, wenn er zum Beispiel hier ist, du bist hier am Beten und er geht weg, dann gehst du vorne, neben vorne. Du darfst laufen. Zum Beispiel, das passiert in Fahrt. Fahrtgebiet. Der Imam ist schon fertig. Du bist in der Mitte, zum Beispiel. Da musst du eine Möglichkeit finden, damit nicht die Leute vorbei. Was ich meine? Manchmal ist es streng hier. Wenn man im Tashahud ist und er steht zum Beispiel auf, ja, dann hat er davon keine Möglichkeit, nach vorne zu gehen. Geht nicht. Das heißt, das ist in diesem Fall ist eine Sache von deinem Bruder. Der muss auf dich also aufpassen. Und dass keiner vor dir so vorbeigeht. Normalerweise. Aber nach der Salah findest du keine. Alle werden raus hier. Normalerweise hat nicht dafür. Weißt du, Mann? Normalerweise hat der ein Bruder, der muss auf dich aufpassen. Warum? Weil der weiß genau auch, der Mann, der auch vorbeigeht, der wird auch also richtig auf dich also warten, bis du fertig bist. Nein. Das Problem, der Imam sitzt hier, ist umgedreht. Ja. Ich war weiter hinten, habe dort gebetet, nach die Brüder sind weggegangen. Nach ich bin nach vorne gegangen, ich hatte erstmal einen Bruder vor mir. Nach der Bruder geht weg und ich gehe nach vorne, Imam steht umgedreht vor mir. Das ist auch wieder eine Katastrophe. Verstehst du, was ich meine? Nein. Der Imam sitzt hier. Ja, du kannst hier ein bisschen so auf die Seite gehen. Komm auch so nach links, oder? Links oder rechts ist kein Problem. Wir haben das gemacht. Links oder rechts, Hauptsache, dass du eine Sutra suchst. Also, wie du dich. Kann ich so schief auf sein? Das ist kein Problem, Achim. Wir haben gesagt, dass du nur nicht die Qibla verlierst. Solange du Richtung Qibla bist, darfst du immer laufen. Rückwärts auch. Das ist kein Problem. Es ist kein Problem. Solche Sachen haben wir am Anfang das gemacht. Du darfst auch, wir haben gesagt, auch Tier. Das hast du mir doch Tier aufgemacht. Wie kann man das vorstellen? Während dem Gebet. Aber du darfst nicht nur die Qibla verlieren. Wenn du Qibla verlierst, dann musst du wieder runter. Ja, das ist das hier. Aber wie gesagt, Alhamdulillah, in manchen Moscheen gibt es, also so ungefähr, diese Sutra. Viel findest du, viel. Aber in manchen Moscheen nichts. Gibt es dann die Säule, aber die Säule ist. Die Sahaba haben immer nach der Säule gesucht. Immer. Oder an die Wand. Ja, immer so. Okay. An der Hadith von Abi Sa'id Khudri radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha salla ahadukum ila shay'in idha shay'in yasturuhu min an-nas shawri ibs yastabaqa idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu bayna an-nas. Das heißt, du hast einen Sutra gemacht. Erstens, ja, فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ. Und dann jemand kommt. Also erstens hast du deine Aufgabe gemacht, dass du Sutra gemacht hast. وَأَرَادَ, und jemand wollte vorbeikommen. Nicht von hier, sondern von deinem Sutra, vor dir. Ja. فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ. فَلْيَدْفَعُهُ, nicht man, فَلْيَمْنَعُهُ, فَلْيَدْفَعُهُ. Musst du so ihm schuppen. Subhanallah. فَإِنْ أَبَى, wenn er nicht will, فَلْيُقَاتِلُهُ, فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. Warum? Weil der guckt dein Sutra und trotzdem der wollte rein, also vorbeikommen. Aber wenn du keinen Sutra gemacht hast, in diesem Fall du bist schuldig. Diese Hadith Achim, Hadith und Sahih, أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. نعم. Ich habe beobachtet, irgendwie vor allem im Ausland, während Ramadan, während Tarawih-Gebet, die Moschee richtig voll ist, ja.
in denen legen die Leute gar keinen Wert drauf, in die, zum Beispiel, die lassen die Schlüssel da, wir haben die Ratz, und laufen zwischen den Reihen. Die existieren Jews, oder gibt es da irgendwie Ausnahmen? Verstehst du das schon? Was meinst du? Ja, die Moschee ist so voll, es gibt gar keinen Platz, die Leute beten sogar draußen am Eingang, und am Ausgang, gehen sogar fast Richtung Hammam, in die richtig voll. Die Leute, die rausgehen und kurz zum Ruhe machen, weil die Ruhe verloren haben, die sind jetzt zurück auf ihren Platz. Man laufen vor dir, in die Praxis. Das ist kein Problem. Problem? Du bist ja auch. Warum? Al-Imam, das ist ein Sutra. Liman-Nas-Sutra. Was man? Das heißt, wenn du betest, zum Beispiel, der Imam hat das schon angefangen. Hier. Kommt ein Bruder und diese zwei Reihen sind voll. Ja, sind voll. Und dort ist noch frei, aber hin sind noch ein paar Bruder. Aber hin zum Beispiel, er kann nicht mehr laufen. Es gibt keine Lücke. Du darfst immer zwischen den Reihen, ist kein Problem. Aber du darfst nicht, wenn Imam da ist, vor ihm laufen. Aber bei anderen ist kein Problem. Was meinst du? Du kannst immer laufen. Zwischen den Reihen ist kein Problem. Aber vor dem Imam darf man nicht. Das kommt auch schon. Was ich meine? Wenn jemand so gut durchfällt, bist du ja auch zwischen den Reihen. Das ist kein Problem, der darf. Und auch mit gibt es einen Hadith von einem Ibn Abbas? Nein. Dachal er die Dabba, ja, nicht bin ich sofort. Nein, das kommt auch schon. Ja, zwischen den, also in Minen, ja. Mit dem Bruder auch gesagt hat, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ist Sahara. In Minen. Und dann Ibn Abbas kam auch mit seinem Esel. Und dann der ist einfach zwischen den Reihen. Und danach, Rasulullah hat ihm gar nichts gesagt. Wenn das falsch ist, der wird ihm auch sagen, ja, Abbas, da kann er nicht. Du hast falsch gemacht. Aber nein. Ja? Das heißt, nur wenn der Mann darf nur nicht, also vorbei, wo Imam da ist. Aber zwischen dem Bruder ist kein Problem machen. Aber nicht einfach, dass du sagst, ich darf und dann kannst du laufen, singen, Chillab machen. Nein, nein. Wenn das muss ist, ja. Ja, wenn nicht muss, dann darfst du nicht in diesem Fall, ja. Warum? Du machst auch so viele, also Stress für die anderen Brüder. Okay. Alhamdulillah. Nächster Punkt ist, der Qaraat Salat, Melem Yitakhir Sutra. Schau mal, hier ist gefährlich, wenn du kein Sutra gemacht hast. Genau wie wir auch. In diesem Fall geht dein Gebet kaputt. Wenn du kein Sutra gemacht hast, und dann drei Sachen, wenn die von dir vorbeigehen, ohne Sutra zum Beispiel. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt sagen wir den Hadith, dann kann man vorstellen. Hadith Abdullah ibn As-Samit an Abi Dharr qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idha kana bayna yadihi mithlu akhirati ar-rahil. Haben wir auch gesagt, akhirat ar-rahil, die auf diese Kamele so ungefähr so 40 cm und diese Richtung, ja. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحِلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةِ. Wenn eine Frau, zum Beispiel, du hast kein Sutra gemacht, und dann auf einmal eine Frau kommt, ruf vorbei, musst du dein Gebet also wiederholen. إِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ was noch? وَالْحِمَارُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. Eine Frau, ein Esel und ein schwarzer Hund. Danach قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍ Ibn Samit يسأل يَا أَبَا ذَرٍ مَا بَالٍ الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر. Was ist der Unterschied zwischen einem gelben Hund und einem weißen Hund oder einem roten Hund und auch einem schwarzen Hund? قال يا ابن أخي